Heute sind wir tierisch unterwegs mit unserem Neuzugang Julian Korb. Der Erlebniszoo Hannover, ein Ort, den Julian seit dem Sommer schon öfter besucht hat. Nach 11 Jahren Borussia Mönchengladbach suchte Julian eine neue Herausforderung und fand sie bei Hannover 96. Für ihn bedeutet es aber auch, eine neue Stadt und neue Leute kennenzulernen. Hilfe bekommt er dabei von einem alten Mannschaftskollegen. Neben Löwe, Giraffe und Co. gibt es einige Tiere zu bestaunen. Aber auch Kanadas Wildnis mit dem kleinen kanadischen Hafenstädtchen Yukon Bay hat es uns angetan. Wir sind bei Robben zu Hause, allerdings nicht beim holländischen Flügelflitzer Arjen-Robben. Wir sind jetzt in die Unterwasserwelt marschiert und gucken uns Yukon Bay mal von unten an und warten hier auf ein paar Robben, die hoffentlich vorbeischwimmen. Wir versuchen Freundschaften im Zoo zu pflegen. Du pflegst sie zu den Fohlen, auch ein Tier, besonders zu Lars Stindl auch noch. Hat er dir irgendwie besondere Tipps gegeben, um dich hier besser einzufinden und einzuleben? Ja, natürlich habe ich mich mit dem Lars auch ausgetauscht, bevor ich hierhin gewechselt bin. Und da hat er mir natürlich auch sehr, sehr positiv von Hannover berichtet und mir auch ganz allgemeine Tipps gegeben, wie zum Beispiel ein paar Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten. Und da bin ich dem Lars natürlich auch dankbar, dass er mir das alles direkt gesagt hat. Und sind auch immer noch im Austausch und frage mich dann auch immer mal wieder, wie es läuft und wie es ist. Und ist auf jeden Fall ein guter Freund von mir. 11 Jahre hast du für Gladbach gespielt und warst jetzt in allen Bundesliga-Partien hier bei Hannover 96 von Beginn an auch auf dem Platz. Ist das eine gewisse Bestätigung, die dir vielleicht in deinem letzten Jahr auch gefehlt hat? Ja, schon. Also wie du schon gerade gesagt hast, ist in meinem letzten halben Jahr bin ich nicht mehr so zum Zug gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und umso schöner ist es natürlich, dass ich jetzt in allen Partien von Anfang an ran durfte. Und dass wir dann gleich auch noch relativ erfolgreich sind, muss man ja sagen, bis dato, ist natürlich umso schöner. Ich glaube, wir haben einfach ein sehr, sehr gutes Team, wo einer für den anderen kämpft. Und dadurch versuchen wir natürlich auch so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und es ist einfach schön, dass ich ein Teil davon sein kann und meinen Beitrag dazu leisten kann. Und so kann es weitergehen, auch wenn wir wissen, dass dann noch sehr, sehr schwierige Spiele auf uns zukommen. Aber natürlich versuchen wir, die natürlich positiv zu gestalten. Was bist du da so für ein Typ? Also Rückschläge passieren auch auf dem Platz. Bist du jemand, den direkte Fehler sehr beschäftigen? Oder versuchst du das direkt auszugrenzen und bist sofort wieder im Fokus? Wie muss man sich das vorstellen? Also Fehler passieren, das ist im Fußball so. Da passieren selbst den größten Spielern passieren Fehler. Und von daher mir natürlich auch. Und deswegen sollte man versuchen, oder versuche ich, das so schnell wie möglich immer wieder abzuhaken, um der Mannschaft schon direkt wieder in der nächsten Aktion zu helfen, mit einer gelungenen Aktion. Und da glaube ich, ist es nicht gut, wenn man sich noch lange mit der schlechten Aktion, sage ich mal, aufhält, und sondern einfach versucht, direkt wieder mit einer guten Aktion weiterzumachen und so dem Team wieder zu helfen. Du hast deine Pubertät, deine Jugend im Internat verbracht. Ich glaube, am Anfang bist du noch gependelt, hast du mal im Interview gesagt. Wie schwierig ist das? Wie viel Zeitdruck hat man da? Wie alt ist man da, wenn man dann von zu Hause ausziehen muss und seine Eltern nur noch am Wochenende dann vielleicht sieht? Wie ist das so und wie hast du das erlebt? Ich bin mit 14 Jahren zu Borussia Mönchengladbach gewechselt vom MSV Duisburg. Und das erste Jahr bin ich dann immer gependelt, das heißt, ich wurde mit dem Fahrdienst abgeholt und wieder zurückgebracht nach Hause. Und das habe ich allerdings nur ein Jahr gemacht. Mit 15 bin ich dann ins Internat gezogen von Borussia Mönchengladbach. Es war direkt unter den Tribünen, hatte ich dann quasi so ein Apartment. Und da habe ich dann mit 10 anderen Jugendspielern gewohnt. Wir waren bei einer Gastfamilie untergebracht quasi und sind auf eine öffentliche Schule gegangen, eine Partnerschule von Mönchengladbach. Und die Ersatz- bzw. Gastfamilie hat sich sehr gut um uns gekümmert. Und so war ich dann 4 Jahre im Internat, habe da gewohnt,
Ja, und anschließend habe ich mir dann eine eigene Wohnung in Mönchengladbach geholt. Aber da ist ja gut Remi-Demi mit 10 Spielern pro Familie. Ja, ist auf jeden Fall ist ein bisschen wie, als wenn du, sag ich mal, 9 oder 10 Brüder hast. Ja, ist auf jeden Fall immer was los. Ja, definitiv. Können wir uns gut vorstellen, glaube ich. Hast du denn Tipps für unsere Nachwuchskicker, die jetzt vielleicht gerade irgendwie in die Akademie einziehen? Wie du, vielleicht hast du was im Petto, wie es denen einfacher fällt? Ja, ich glaube, jeder sollte da oder sollte versuchen, da seinen eigenen Weg zu gehen, viel trainieren, Spaß dabei haben. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, weil es ja immer noch ein Hobby, das schönste Hobby eigentlich natürlich für uns Fußballer. Und ja, von daher einfach das machen, was man gerne macht und ja, davon viel. Ja, durch deinen Instagram-Auftritt wissen wir ja, dass du sehr gerne reist. Mhm. Gibt es Reiseziele? Wir sind ja jetzt gerade durch Australien gegangen, ja. Die dich besonders reizen. Und wenn ja, warum? Ja, also generell sehe ich schon gerne Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. So zum Beispiel auch Australien, da würde ich auch gerne noch mal in meinem Leben hin. Einfach, ja, um das mal zu sehen, wie es da so ist. Ja. Auch so zum Beispiel in Thailand, Bali, Bora Bora, also das sind alles Ecken, die ich auch nur von Bildern kenne oder Videos und die ich auch auf jeden Fall, ja, die Ecken würde ich auf jeden Fall auch noch mal gerne sehen in meinem Leben. Wir waren jetzt hier einen halben Nachmittag im Zoo, sind hier schon rumgeschlendert. Mhm. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du gerne? Oh. Hast du jetzt ein paar gesehen? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich fände ich auch Fliegen ganz cool. Vielleicht dann so ein Adler, weil, wie gesagt, Fliegen können Menschen ja bekannterweise nicht. Von daher wäre es wahrscheinlich auch interessant, mal zu sehen, wie es so von der Luft aus aussieht und ja, einfach losfliegen zu können. Super, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, gerne.